So, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen hier wieder von Banks Games zu einem neuen Destiny 2 Video. Heute geht es um die Artefakt-Upgrades für das neue Artefakt aus Season 17. Und das befindet sich wie meistens, natürlich nicht im Turm, sondern im Helm. Wenn ihr hier auf Zielorte geht, direkt über dem Turm ist der Helm, da geht er rauf. Und dann ist das nicht hier oben, das ist nämlich das alte Artefakt, der alte Strategietisch, sondern wir müssen hierhin zur Krone des Lights, da befindet sich dann das neue Season 17 Schar-Artefakt. Ich befinde mich schon hier, so, dann gehen wir einmal hin, einmal Viereck drücken und schon öffnet sich hier diese Registerkarte und wir haben hier Upgrades, Rangprämien, Beutezüge, auf der nächsten Seite haben wir fokussierte Dekodierung, opulente Waffenfokussierung und heimgesuchte Waffenfokussierung. Und dann haben wir noch heimgesuchte Rüstungsfokussierung. So, dann gehen wir mal auf die Upgrades. Da geht ihr rauf, indem ihr Dreieck drückt. Natürlich auf einer anderen Konsole, anderes System, PC oder so. Es ist ein anderer Knopf, steht aber direkt drunter. Aber ihr könnt auf jeden Fall ins Innere dieses Artefakts gucken sozusagen. So, und hier wollte ich euch einfach mal zeigen, welche Artefakte die wichtigsten sind für mich oder welche für mich auf jeden Fall am sinnvollsten klingen und welche ich auf jeden Fall freischalten würde und wie ich vorgehen würde. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das diese Season abläuft, in welcher Reihenfolge man das hier freischalten kann. Bei der anderen war das, dass man dann schon das ein oder andere freischalten konnte, dann aber noch das andere, zum Beispiel das vordere, konnte man freischalten, das hier aber auch und das war aber zum Beispiel besser. Genau, deswegen wollte ich euch nur mal sagen, welche hier jetzt die besseren oder für mich auf jeden Fall die guten Upgrades sind. So, wir haben hier die Kanalisierung. Da haben wir direkt, ich bin das natürlich schon durchgegangen, hier haben wir Trennungsboss hohe Werte. Das sind so, ich habe hier am Anfang einfach mal erstmal zwei aktiviert. Eigentlich gar nicht so wichtig. Dann haben wir das hier. Sorry, mein Cursor spackt ein bisschen rum hier. Dann haben wir hier, das ist das erste wichtige, finde ich, das erste wichtige Upgrade. Opulenter Tiefenblick. Erfordert 4 oder mehr freigeschaltete Upgrades. Ah, hier sehen wir es auch, was es erfordert. Wenn du eine opulente Truhe zum ersten Mal in einer Woche öffnest, erhältst du garantiert eine gemoddete Tiefenblickwaffe. Was sind Tiefenblickwaffen? Das sind diese Waffen, die wir hier erhalten. Ich habe jetzt leider keine dabei. Die haben ja hier so eine rote Umrandung und diese können wir dann verarbeiten. Und diese, die wir hier dann erhalten, die Waffen, also die wir hier sozusagen, wenn wir eine opulente Truhe öffnen, die wir dann erhalten mit roter Umrandung, die haben dann auf jeden Fall einen Bauplan dabei. Und aus diesem Bauplan könnt ihr euch dann ja die Waffen selbst schmieden. Und das ist halt das Wichtige. Und so erhaltet ihr aus diesen opulenten Truhen, genau, was ist überhaupt eine opulente Truhe? Die opulente Truhe findet ihr in dem neuen Event, wenn ihr hier auf den Mond geht und dann beim Leviathan, da könnt ihr hier auswählen, Kastell, Landezone oder Eindämmung. Das ist halt dieses neue Ding. Ihr müsst dann Kastell auswählen und dann könnt ihr halt frei in diesem Leviathan-Gebiet rumlaufen und da liegen halt überall diese opulenten Truhen. Für die opulenten Truhen braucht ihr einen opulenten Schlüssel und den könnt ihr dort auch finden, wenn ihr das Event zum Beispiel macht oder wenn ihr zum Beispiel die Truhen von Bossgegnern öffnet, die da so spawnen, man kennt es ja, oder halt normale Truhen, die könnt ihr auch finden, indem ihr zum Beispiel in eurem Geist diesen einen Mod hier einbaut, spürt Depots innerhalb eines 50 Meter Radius auf oder halt weniger oder mehr Radius, je nachdem wie viel Radius ihr wollt. Hups, hier ist das. Und genau, aus diesem Thron kriegt ihr halt auch diese Schlüssel zum Beispiel. Und dazu mache ich aber nochmal ein extra Video, das kommt auf jeden Fall noch zu diesem opulenten Thron, opulenten Schlüssel. Das werde ich dann in meine Destiny Playlist packen, das werdet ihr auch noch sehen. Und auf jeden Fall aus diesen Truhen kriegt ihr dann diese Waffe und das ist schon mal sehr gut, dass ihr da eine hohe Wahrscheinlichkeit habt oder eine Wahrscheinlichkeit habt, dass ihr einmal die Woche halt auf jeden Fall eine mit roter Umrandung zum Schmieden kriegt. So, dann haben wir das nächste Upgrade, 6 oder mehr freigeschaltete Upgrades. Wir sehen schon, hier hätten wir schon 9 Stück freischalten können.
Das heißt, man muss es nicht unbedingt als erstes freischalten. Ich finde es aber halt Bombe. Wenn du eine gebundene Präsenz zum ersten Mal eine Woche eintauscht, erhältst du garantiert eine gemoddete Tiefenblick-Heimgesuchtwaffe. Also alles, wo ihr wo steht, einmal in der Woche, auch hier fokussierter Tiefenblick, das erste opulente oder heimgesuchte, die erste opulente oder heimgesuchte Waffe, die du pro Woche fokussierst, ist Tiefenblick gemoddet. Das habt ihr direkt hier. Das ist nämlich hier, wenn ihr hier fokussiert. Wenn ihr hier eine opulente oder eine heimgesuchte Waffe fokussiert, die haben dann hier automatisch eine rote Umrandung und die haben dann auch automatisch einen Bauplan enthalten. Und das ist halt Bombe und das könnt ihr einmal pro Woche safe machen dann. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Was noch wichtig zu wissen ist, um überhaupt dieses Modden hier freizuschalten, braucht man noch ein anderes Upgrade. Das befindet sich hier unten. Zum Beispiel hier, erhalte die Fähigkeit, opulente Waffen zu fokussieren und hier ist, erhalte die Fähigkeit, heimgesuchte Waffen zu fokussieren. Das ist halt wichtig beides, da diese Sachen braucht ihr auf jeden Fall für hier oben, für dieses fokussierte Tiefenblick und genau, und das sind halt auf jeden Fall die Sachen, die ich machen würde. Und was noch wichtig ist, finde ich, ist hier, dass hier könnt ihr mal auf jeden Fall das ein oder andere Upgrade reinsetzen, die zwischendurch hier ist, zum Beispiel das hier, gibt eine zusätzliche Prämie, finde ich jetzt nicht so wichtig, das erste hier wäre eigentlich auch nicht so wichtig, man muss ja ein paar freischalten. Bei der Ernte könnt ihr auf jeden Fall was reinhauen, weil diese Ernte enthalten denn immer bei bestimmten Sachen, hier steht es ja, tägliche Beutezüge, Krone des Leids, Gewehren, Spuren des Grauen, oder hier versteinerte Ehre Grogra auf der verlassenen Leviathan, Gewehren, Spuren des Grauens. Also egal, was ihr macht da in diesem Leviathan, das enthält irgendwie alles immer eine Spuren des Grauens. Und dieses Material braucht ihr ja auch. Dann diese Spuren des Grauens. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ja, das war's eigentlich schon. Also das sind so diese Upgrades, die man dann auf jeden Fall freischalten sollte, meiner Meinung nach. Ja, coole Sache auf jeden Fall, diese Upgrades. Muss man natürlich sich drauf hinarbeiten ein bisschen, aber ich wollte euch nur mal darauf hinweisen, weil es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, finde ich, dass man diese Upgrades vor allem auch macht. Das ist das Wichtige, weil ich kenne mich auch selber, ich bin auch so einer, ich zock und zock und zock und ich vergesse sowas dann. Und deswegen einfach mal so ein Video raushauen, damit ihr Bescheid wisst, dass das hier auf jeden Fall wichtig ist. Das hier sind übrigens diese, das sind Gespinste der Dunkelheit, stimmt ja. Das sind diese Gespinste der Dunkelheit. Die braucht man dann, diese Gespinste der Dunkelheit, um die Upgrades freizuschalten hier. Genau, da steht ja 0 von 1, Gespinste der Dunkelheit. Genau, so, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, dann ein Abo da. Ich habe tatsächlich ein bisschen durcheinander geredet, so durcheinander wollte ich nicht reden, sorry dafür. Abo, Like wäre auf jeden Fall mega nice. Bleibt am Start. Ich lade hier nicht so auf Videos hoch. Ich mache das hier als Hobby und ich habe da einfach Bock drauf. Und ich mache das immer einfach so, wenn ich denke, ja, mach mal ein Video, mach so ein Video und fertig. Wir sehen uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games.